Ein herzliches Hallo, ihr psychotischen Menschen. Und ja, ihr habt richtig gehört und ich fühle das auch total, denn auch ich habe langsam eine Psychose. Ja, auch ich habe langsam eine Psychose. Und das nicht, weil ich irgendeine Vorbelastung habe und irgendwelche Substanzen konsumiert habe. Nein, ich habe die sogenannte Prohibitionspsychose und ich halte es langsam auch nicht mehr aus. Es dauert ja nun mal wieder und es sind jetzt neue Infos bekannt geworden, warum das Ganze länger dauert. Und ich würde sagen, bevor ich mich weiter echauffiere mit euch zusammen, lese ich euch das Ganze erstmal vor. Und auch wenn ihr vielleicht keine Nerven mehr habt, bleibt dran, denn ich habe am Schluss trotzdem auch wieder zumindest positive Aussichten für euch. Meine Gedanken, deswegen hört mir gerne bis zu Ende zu, auch wenn ihr es bald nicht mehr aushaltet. Ja, ich verstehe das. So, jetzt lese ich mal vor. Ich zitiere von spiegel.de. SPD-Innenpolitiker kritisieren Pläne zur Legalisierung. Hanebüchen, absurd, großer Fehler. Innenpolitiker der SPD schimpfen über die Pläne für eine Legalisierung. Es gebe noch beträchtlichen Gesprächsbedarf, sagte ein Abgeordneter dem Spiegel. Die Pläne zur Legalisierung stoßen in Teilen der SPD auf massiven Widerstand. So sieht der Innenpolitiker Sebastian Fiedler erheblichen Klärungsbedarf beim Gesetz. Es gab zu keinem Zeitpunkt eine Einigung mit den Innenpolitikern der SPD-Fraktion, sagte Fiedler dem Spiegel. Wenn jetzt über das Gesetz zur Legalisierung abgestimmt werden würde, gäbe es einen erheblichen Anteil an Nein-Stimmen aus der SPD-Fraktion, darunter meine eigene. Ich überspringe mal ein bisschen was. Auch der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Sebastian Hartmann, sieht die Pläne kritisch. Die Formulierung im Koalitionsvertrag wirft eine Vielzahl von Fragen auf, die fachpolitisch gut beantwortet werden müssen, sagte Hartmann dem Spiegel. Ich springe noch mal ein bisschen. Zuletzt waren so manche Regeln im geplanten Gesetz gelockert worden. So wurde etwa die legale Besitzmenge im Eigenanbau von 25 auf 50 Gramm verdoppelt. Zur Begründung hieß es, eine solche Menge sei realistischer beim Anbau von drei weiblichen Pflanzen. Die Konsumverbote in der Nähe von Schulen wurden dagegen von 200 Metern auf einen Abstand von 100 Metern auf Sichtweite verringert. Für Behörden sei so die Kontrolle leichter umsetzbar, hieß es. Auch Bußgelder wurden gesenkt. Ich mache mal einen Punkt. Ja, ihr Lieben, ihr habt's gehört, ihr musstet es hören. Es ist echt schwer zu verkraften, wie da jetzt einzelne innenpolitische Sprecher sich 2 Jahre, nachdem dran rumgefeilt wurden, auf einmal nochmal darüber echauffieren, ihre Ängste da in den Vordergrund stellen. Und ich glaube, die wissen gar nicht so richtig, was sie ihrer Partei da gerade antun. Und deswegen hoffe ich, sie spüren weiter diesen Druck, der aus der vernünftigen Bevölkerung auf die Politik gemacht wird. Wir müssen jetzt trotzdem, auch wenn ich in einer Psychose drinstecke, ich halte es auch nicht mehr aus mit dieser Hoffnung, mit der Enttäuschung, mit der Hoffnung, mit der Enttäuschung. Ich bin doch selber schon völlig fertig, aber es hilft nichts. Wir müssen jetzt noch einmal an diesem Ziel festhalten. Wir müssen nochmal zielorientiert da dran gehen und das können wir jetzt auch. Der Druck auf die SPD ist riesengroß. Die haben wirklich ein Problem, wenn sie uns das jetzt noch nehmen, was da uns schon versprochen wurde. Das garantiere ich euch. Das wird nicht schön ausgehen für die Stimmanteile dieser Parteien und speziell jetzt gerade eben der SPD. Und deswegen appelliere ich nochmal an die innenpolitischen Sprecher, diese Ängste, die da vielleicht immer noch so vordergründig herrschen, mal beiseite zu schieben. Wir haben einige Länder, von denen man sich abgucken kann, dass nichts Schlimmes passieren wird, dass keine Dramen passieren werden. Und wenn es jetzt um die letzten kleinen Verbesserungen geht, von dieser Erhöhung von 25 auf 50 Gramm oder der Verringerung des Abstands von 200 auf 100 Gramm, dann sollten sich die Politiker doch einfach mal überlegen, wo sie diese Ängste eigentlich hernehmen. Wo sind die irgendwo wissenschaftlich oder faktisch belegt? Gab es irgendwo Probleme durch diese Sorgen, die da jetzt gerade noch herrschen, wenn die anders umgesetzt wurden, als vielleicht jetzt von den innenpolitischen Sprechern gefordert? Ich kann euch dazu nur empfehlen, schaut diese Woche die Folge vom Taxi to Legalization, mit der Micha, auch wenn ich da das Wort jedes Mal falsch ausspreche und mich echt ganz schön dafür schäme, lacht gerne mit mir, aber nicht über mich, schaut euch das an, denn diese Abstandsregelungen sind wirklich Murks, sie sind zum einen nicht durchführbar mit den 200 Metern und zum anderen auch überhaupt nicht zielführend. Also gerade die, die da irgendwas Positives mit erreichen wollen, weil sie immer noch diese unbegründeten Ängste in sich tragen, die sollten sich doch einfach mal überlegen, welche Maßnahmen dann auch wirklich zielfördernd sind. Und das ist diese Abstandsregel mit Sicherheit nicht und auch diese Obergrenze von 25 auf 50 Gramm ist es nicht. Und wenn ich im Artikel weiter auch lese, dass der Schwarzmarkt damit nicht bekämpft werden kann,
dann frage ich mich schon, ob die sich mal 5 Minuten mit der Materie auseinandergesetzt haben. Wir sind Millionen mündige, rechtschaffende Bürger, die kriminalisiert werden. Wir haben alle kein Problem, damit uns was zu beschaffen. Ich kann hier an jeder Ecke mir was holen, auch alle anderen Substanzen, wenn ich will. Es ist überhaupt kein Problem. Wir haben genug zu buffen. Das muss euch einfach mal klar sein. Wir haben genug, aber es ist nicht geprüft und wir werden kriminalisiert. Das ist das große Problem dabei. Und dazu wird es eben durch die mangelnde Prüfung ganz oft auch mit irgendwelchen weiteren Substanzen gestreckt, die schwer gesundheitsschädlich sind. Und diese gepanschten Substanzen, die kommen dann auch in diesem Schwarzmarkt in die Hände unserer Jugendlichen. Also dieser ganze Jugendschutzvorwand, der ist so lächerlich, der ist wirklich so lächerlich. Und nur von diesem Abstand jetzt auf einen größeren Jugendschutz zu schließen, ist auch völlig falsch und an der Realität vorbei. Das hilft einfach nur für weitere unnötige Kriminalisierung. Und ich verspreche es euch nochmal ganz deutlich, niemand, im Prinzip niemand von uns Millionen erwachsenen, rechtschaffenen Bürgern möchte irgendeinem anderen seinen Rauch ins Gesicht pusten. Das möchten wir nicht. Wir möchten einfach nur frei sein in unserer Lebensentscheidung. Wir möchten unsere Grundrechte einfordern. Darum geht es. So, und jetzt nochmal an die SPD. Liebe SPD und auch liebe anderen, euch interessiert es vielleicht auch, ihr macht euch wahrscheinlich auch Sorgen, ob die SPD jetzt nochmal wankt. Denn auch die Fraktionsspitze scheint ja das Ganze jetzt nicht abzusegnen. Die lassen sich also scheinbar von diesem Druck, der da von einzelnen Politikern auch immer noch kommt, ganz schön beeindrucken, sage ich jetzt mal. Und das heißt, wir brauchen auch wieder Druck von uns. Und ich zeige euch jetzt erstmal, warum es sich lohnen wird. Ich lese euch jetzt mal ganz kurz noch einen Beschluss des Fraktionsvorstands vor. Kleinen Moment. Ich zitiere ganz kurz aus einem Beschluss des SPD-Parteivorstandes vom 27.03.2023, also aus diesem Jahr. Ich überspringe kurz ein bisschen was. Wir begrüßen daher die Arbeit des Gesundheitsministers Karl Lauterbach und der Bundesregierung im Bereich der Legalisierung. Für uns ist dabei klar, dass Gesundheitsschutz, Jugendschutz und Entkriminalisierung die Leitgedanken unserer neuen Politik. Da steht also drin, das Ganze soll zügig umgesetzt werden. Die Pläne des Ministers Lauterbach werden unterstützt. Und da stellt man sich dann schon die Frage, warum jetzt die Fraktionsspitze sich da querstellt und das Ganze wieder verzögert. Und warum einzelne Politiker da jetzt nochmal so einen Gegenwind erzeugen, das ist wirklich hart, nachdem wir 2 Jahre gerungen haben, 2 Jahre lang Kompromisse gefunden haben. Und ich halte es selber langsam nicht mehr aus. Ich habe es euch eingangs des Videos gezeigt und es hilft jetzt aber nichts. Es hilft jetzt gerade nichts. Wir müssen jetzt nochmal ganz sachlich, nüchtern und zielorientierter dran gehen. Und ihr könnt trotzdem einen buffen vorher, wenn euch das dann einfacher fällt. Aber lasst uns jetzt nochmal ganz vernünftig Druck machen. Der DHV hat dafür eine E-Mail-Aktion. Schaut euch das unbedingt an. Ich verlinke es auch hier drunter. Und macht da mit. Das kostet 2 Minuten. Und ich verspreche euch, wenn wir viele sind, dann wird das etwas bewirken. Die SPD muss spüren, dass sie gerade einen enormen Vertrauensverlust, einen zusätzlichen weiteren Vertrauensverlust produziert. Und ich hoffe, dass dann auch diese Abweichler in der Partei ein bisschen ruhiger werden. Und die sollten sich mal gut überlegen, worauf ihre Ängste eigentlich beruhen. Ich verstehe schon, dass da immer noch Ängste herrschen, dass man, wenn man sich damit nicht auskennt, denkt, oh, da könnte irgendwas Schlimmes passieren. Aber wir haben verdammt nochmal jetzt genug Länder, die schon gezeigt haben, dass die Welt nicht untergehen wird. Aber gleichzeitig wird sie ein Stück gerechter. Und das sollte euch doch auch am Herzen liegen. Es sollte euch doch auch Einzelschicksale wie meins zum Beispiel interessieren oder wie Millionen andere, die wo einfach vernünftigen, netten, guten Menschen, das sage ich jetzt mal ganz allgemein, wenn es auch vielleicht nicht für alle gilt, aber wenn denen die Lebensgrundlage entzogen wird, nur weil sie gerne ab und zu mal einen buffen. Liebe Leute, besinnt euch jetzt drauf. Verabschiedet das. Die Welt wird nicht untergehen, ich verspreche es euch. Und wenn dann Details vielleicht noch verbessert werden können, auch für den Jugendschutz, auch für den Gesundheitsschutz, dann könnt ihr das doch tun, ist doch kein Problem, ihr seid ja an der Macht. Aber lasst es uns jetzt erst einmal probieren und dann können wir an den Fehlern arbeiten. Wir haben lange genug gewartet, wir halten es nicht mehr aus und wir werden weiter den Druck aufrechterhalten. Ihr werdet es spüren, dass wir die Schnauze voll haben. Ihr werdet es spüren, dass ihr Stimmen verlieren werdet bei der nächsten Wahl, wenn ihr jetzt nicht langsam aus dem Quark kommt oder sogar schnell aus dem Quark kommt, denn es reicht. Wir halten es nicht mehr aus. Ich kriege, wie gesagt, eine Psychose, nicht weil ich irgendetwas konsumiere, sondern weil ihr mit eurem politischen Hin und Her Folter betreibt. Das will ich jetzt mal ganz deutlich so formulieren. Ja, die Prohibition ist schon Folter, aber dieser Legalisierungsprozess, der übersteigt das Ganze fast nochmal. Kommt jetzt aus dem Quark, beschließt letztendlich etwas und dann können wir doch darüber auch wieder ganz vernünftig debattieren. Macht euch keine Sorgen, alles wird gut, wir paffen das. Lasst uns stark bleiben. Bis bald.